Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Tutorials Reviews More. Wie bereits auf Facebook angekündigt, kommt heute ein Video zu Real Inside View, kurz genannt REF. Mit diesem Mod funktionieren eure Armaturen, funktioniert euer Lenkrad, also ja, im Endeffekt so, dass halt die ganzen Armaturen funktionieren, das heißt einmal die Geschwindigkeit und einmal der Drehmoment. Außerdem könnt ihr das Lenkrad bewegen, beziehungsweise bewegt sich das Lenkrad mit der Lenkung mit. Gut. Ja, die Installation von dem Mod ist zwar nicht so schwer, allerdings etwas kompliziertere kommt dann, wenn wir ein Auto einfügen. Aktuell gibt es drei verfügbare, kann sich natürlich jederzeit ändern. Am besten einfach die Augen aufhalten, wenn hier hinten das dran steht. Wir haben einmal vom selben Ersteller des Mods von Slide den Mercedes SLK. Wir haben einmal den Aston Martin 177 und wir haben einmal den Lamborghini Aventador LP 704. Ja, im Endeffekt die Installation von dem REF-Mod bleibt gleich und bei jedem Wagen eigentlich das gleiche. Und ich zeige das jetzt einfach mal. Wir brauchen natürlich erstmal diese Real Inside View. Da haben wir auch theoretisch ein Bild. So, dann Files. Im Endeffekt brauchen wir unseren GT4 Ordner. Wir brauchen außerdem die NetScript Hook, das heißt, wo haben wir es? Die ScriptHook.net mit dem Scripts Ordner, wo ihr auch, wenn ihr EMP verwendet, das reingibt. Und hier fügen wir diese Dateien hier ein, also rüber. So, im Endeffekt die Installation war jetzt nicht so schwer, das war's nämlich. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar, wir nehmen ein Auto her. Ich nehme jetzt einfach mal diesen 2012er SLK. Von dem Modder. Und zwar, ihr habt, was habt ihr einmal? Das Modell natürlich, das müsst ihr entweder hinzufügen oder ersetzen. Da gibt es jetzt zwei verschiedene, was ist das? Okay, wie auch immer. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Also einmal ihr ersetzt den Wagen, dann habt ihr den Nachteil, dass ihr die Kameraposition nicht ändern könnt. Also ihr seht hier, wir haben hier Handling, eine Vehicle WOF-Datei, die eben für die Kameraposition zuständig ist. Und wenn ihr den Wagen jetzt ersetzt, dann habt ihr den, sag ich mal, Nachteil, dass ihr das nicht ändern könnt. Dann braucht ihr den First-Person-Mod. Den zeige ich euch allerdings auch noch. Gut. In meinem Fall habe ich ihn jetzt ersetzt als Benji. Und damit eben diese Kameraposition funktioniert, gehen wir in die woff.csv. Die öffnen wir am besten auch mit Notepad, Editor, wie auch immer. Und suchen uns den Wagen raus, den wir setzen wollen. Das heißt, hier seht ihr Vehicle und dann stehen die ganzen Namen da. Das ist eine ganze Reihe von verschiedenen Kamerapositionen. Und hier suchen wir uns raus, wo hier diese steht, Bonnet. Und zwar genau hier. Und diese Zeile hier ersetzen wir einfach, beziehungsweise bis hierher, mit dem, was er da in seiner README stehen hat. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr die Kameraposition habt, statt der Motorhaubenansicht im Fahrzeug drin im Cockpit. Somit könnt ihr die ganzen Armaturen euch betrachten. Gut, zu den Dateien selbst, die wir hier installiert haben. Das sind natürlich einmal zwei Dateien, die der Mod braucht. Und hier haben wir zwei veränderbare Dateien. Einmal die Keysets Ini. Die sieht so aus, da stehen ein paar Sachen drinnen, eben mit welchen Tasten, was auch immer passieren soll. Ihr habt hier dieselbe Variante wie bei dem EMP-Mod. Das Ganze funktioniert mit den Türen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr das Lenkrad bewegt, habt ihr dafür keine hintere Tür. Wenn ihr den Tacho haben wollt, dann habt ihr hinten links die Tür nicht und so rechts und wie auch immer. Da habt ihr das, das verwendet einfach genau dasselbe Prinzip wie beim EPM-Mod, die Türen, weil die sind als einziges so bewegbar. Ja, im Endeffekt, genau. Im Endeffekt habt ihr dann auch noch, hier braucht ihr dann auch den Hashcode, dazu komme ich nachher noch. Leider hat er hier irgendwie was vergessen rauszunehmen. Ihr habt hier Debug Enable und hier müsst ihr auf False stellen. Weil sonst funktioniert es nicht. Beziehungsweise sonst funktioniert der Tacho nicht. Das stellt ihr einfach um, sollte sowieso voll sein, dann lasst ihr es einfach so. Gut, zur revsets.csv. Hier haben wir jede Menge Dingsbums stehen.
Notes, also Notizen von ihm, damit ihr euch auskennt. Und hier habt ihr mittendrin diese drei Zeilen. Das wären jetzt für irgendwelche Fahrzeuge, in seinem Fall wahrscheinlich für seine. Hier hätten wir natürlich schönerweise schon mal diesen Mercedes CLK, SLK mal nicht, die Line drin stehen, beziehungsweise hier auch nochmal. Ihr habt außerdem auf eines müsst ihr achten, wenn wir jetzt hier diesen Code verwenden würden, das ist noch mit seiner vorigen Version rausgekommen. Dann sehen wir, okay, vom Prinzip her gleich, bla bla bla, aber hier hinten fehlt eine Zahl. Da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr einfach 9 dran machen. Die letzte Zahl steht für zum Beispiel eine Temperaturanzeige. Das heißt in dem Fall, glaube ich, wie stark das Auto beschädigt ist oder irgendwie so war das. Hier unten habt ihr auch die Doors, die verfügbar sind. Eben 9 ist keine. Das heißt, ihr stellt einfach bei 9, gibt einfach 9 hier hinten dran, sollte das nicht da sein. Dann funktioniert es auch richtig, weil sonst stürzt der Mod ab. Gut, beziehungsweise wenn man hier auch schön sehen kann, Hash hier. Das heißt, dieser Code hier ist dieser Hashcode, derselbe wie beim EPM-Mod. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Fahrzeug habt mit EPM, ihr sucht euch einmal den Hashcode, könnt ihr den auch hier einfügen. Ansonsten mit N könnt ihr den hier abrufen. Das machen wir aber nachher noch. Gut, so viel dazu. Wenn ihr das Fahrzeug installiert habt, ich habe es jetzt erstmal nur ersetzt. Ich zeige euch dann später auch noch, wie man es macht und es hinzufügt. Allerdings jetzt erstmal nur fürs Ersetzen. Da müsst ihr ganz normal das machen, wie es in meinem anderen Tutorial beschrieben ist. Ansonsten war es das fürs Erste. Gehen wir ins Spiel und ich zeige euch, wie ihr diesen Hashcode bekommt und wie wir den hier einfügen. Also bis gleich. Ja, wir sind nun wie immer im Spiel. Nicht wundern, bei mir wird es wahrscheinlich etwas sehr ruckeln, weil ich immer noch den Dingsbums drin habe, EMP-Mod. Ich werde allerdings hier schnell noch die Pads und Cars ausschalten, das bringt ein bisschen was. So, gut, wenn wir jetzt hergehen, hier haben wir den Benji. Wenn wir den jetzt gespawnt haben, wenn wir sehen, funktioniert das schon mal. Und wir sehen auch in dem Fall, das Lenkrad bewegt sich schon. Wenn ihr den als Benji ersetzt, dann habt ihr denselben Hashcode, den was er hatte damals. Solltet ihr durch die Karas irgendwas anders ersetzen, dann drückt ihr einfach N, schreibt euch diesen Code irgendwo auf, merkt ihn euch, wie auch immer, fotografiert ihn ab, was auch immer ihr wollt. Dann geht ihr in die INI hinein, also in diese, nicht in diese CSV-Datei hinein und tragt den ein beim Hashcode. Ich kann euch das gerne nochmal zeigen, vorher zeige ich euch den Mod noch fertig. So, wenn wir jetzt hier die Kameraposition wechseln, sehen wir erstmal nicht viel, weil seine Hände im Weg sind. Werde ich mal kurz ausschalten. Wo haben wir ihn? So, hier ist es. So, jetzt ist der Nico mal kurz nicht da. Und ihr seht schon, hier erstmal die Tempoanzeige geht nach oben und auch die Drehzahl geht nach oben. Und natürlich das Lenkrad bewegt sich mit. Und wir haben auch hier die Ansicht ziemlich schön. Der einzige Nachteil ist an dieser Ansicht, wenn ihr den Nico eingeschaltet habt, dann seht ihr teilweise durch und durch, er fliegt durch die ganze Zeit durch ins Bild. Deswegen, außerdem seht ihr auch die Armatur nicht wirklich, deswegen schalte ich den gerne aus. Ja. So viel zu diesem Mod. Wie ihr sehen könnt, funktioniert tut's ganz cool. Ganz gut, meine ich. Ich finde es ganz nett. Natürlich brauchen tut man nicht. Man sieht ihn außerdem auch von außen. Also wenn ihr hier schaut, sieht man genauso theoretisch, wie sich diese die Anzeigen verändern. Wie sich das Lenkrad bewegt natürlich. Also ich finde ihn ziemlich cool, den Mod. Und ja, so viel dazu. Ich zeige jetzt noch schnell, wie man das in diese Datei einfügt, diesen Hashcode. Außerdem, wie ihr das Ganze verwendet, wenn ihr den Wagen nicht ersetzt, damit ihr es auch mit der Innenansicht habt. Also bis gleich. So, wir befinden uns jetzt wieder auf unserem Desktop, gehen in diese rev-sets.csv und wie gesagt, hier habt ihr diesen Hashcode. Das heißt, wenn ihr euch den jetzt aufgeschrieben habt, wie gesagt, in meinem Fall ist der jetzt halt blöderweise genau der gleiche. Aber hier tragt ihr diesen Hashcode einfach auch ein. Und nicht vergessen, wenn hier ein Minus davor steht, auch im Spiel, dann tragt ihr unbedingt dieses Minus 1, sonst funktioniert das nicht. Sollte natürlich kein Minus sein, dann tragt es auch nicht ein. Ist eh logisch.
Gut, so viel dazu. Wenn wir jetzt hergehen und uns den First-Person-Mod runterladen, dann können wir auch das Ganze mit hinzugefügten Autos sehen, also diese Anzeigen innen. Dazu schmeißen wir einfach diese zwei Dateien hier hinein. Fertig. Und dann könnt ihr, das machen wir mal zu. Und dann könnt ihr auch ganz normale Autos hinzufügen. Das heißt, so wie ich es hier gemacht habe, zum Beispiel die drei Autos, die es gibt, hinzugefügt. Und im Spiel wechselt ihr dann mit diesem Mod installiert, also wenn ihr diesen Mod hier drin habt, wechselt ihr einfach auf die Hauben an, also die Motorhaubenansicht, und dann schmeißt euch automatisch ins Cockpit. Somit fällt das weg, dass ihr das also setzen müsst. So. Es kann natürlich auch sein, dass die anderen Mods das nicht dabei stehen haben mit der Kamera. Somit braucht ihr so oder so den First-Person-Mod, sonst geht sowieso nicht. Ja, Download-Links sind natürlich zu allen Fahrzeugen, zu allen Mods unten in der Beschreibung, wie immer. Und ansonsten war's das. Ich gehe jetzt nochmal ins Spiel, zeige das bei den anderen Fahrzeugen auch. Und ja. So, ich befinde mich nun wieder im Spiel. Zum zweiten Mal bereits. Gut, wenn wir jetzt hier ein Fahrzeug spawnen, zum Beispiel den Aston Martin. In meinem Fall, ich habe es mit den ganzen Hashcodes alles eingefügt. Wenn wir jetzt hier die Kamera, das war zu viel, wenn wir die Kameraperspektive hier auf die Motorhaube ändern, ändern wir sie automatisch ins Cockpit dank dem First-Person-Mod. Wir sehen auch hier, die Anzeigen gehen nach oben, auch wenn Nikos Hände hier im Weg sind. Und ihr habt hier den Vorteil, dass die Kamera sich auch wenn man stark bremst, dass der Nico nicht dann in die Kamera fällt. Wenn ich das richtig sehe, ja. Also das habt ihr den Vorteil. Ansonsten an sich ruckelt das Ganze ein bisschen mehr, die Kameraansicht, als beim, wenn man die Kameraposition ändert. Ja, ist es die Frage, ob man das will, nicht will, wie auch immer. Also ihr seht, hier ruckelt es doch um einiges mehr. Er hat dafür den Vorteil, wenn er zurückfährt, dreht sich die Kamera automatisch nach hinten. Wenn man nach vorne fährt, dreht sich wieder nach vorne. Finde ich auch cool. Aber ja. So. Wie gesagt, das braucht es so oder so, wenn ihr das Ganze als Wagen so hinzufügt. Wir sehen auch hier, ich habe dieselbe Kamera wie vorhin. Und auch hier sehen wir, funktioniert tut alles. Aber eben, wir brauchen den First-Person-Mod dazu. Dasselbe gilt natürlich auch für den Lamborghini. Und wahrscheinlich auch für alle anderen kommenden Fahrzeuge. Außer ihr habt natürlich die Zeile dabei für die Datei, für die Kameraposition. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, dass ihr das eben die Kameraposition ersetzt. Da müsst ihr aber das Fahrzeug auch ersetzen, sonst funktioniert es nicht. Das ist halt ein Grund, warum ich sage, okay, ich füge lieber die Autos hinzu. Wie auch immer, fahren kann ich auch nicht, egal. Jo, so viel dazu. Ich finde den Mod ziemlich cool, wenn man den haben will. So schwer ist es nicht, ihn zu verwenden. Und er funktioniert auch in Kombination mit dem EPM-Mod. Wie man hier sehen kann. Ja. Man sieht auch, er funktioniert auch von außen. Man sieht auch von außen rein. Ja, finde ich ziemlich cool. Und somit danke fürs Zusehen und man sieht sich. Ciao.